Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bus-Simulator 18 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, gut, wir sammeln immer noch nur zwei Asse. Sprich, wir fahren heute wieder mit dem Random Number Generator, oder lassen uns wieder vom Random Number Generator eine Buslinie erstellen. 27, sprich ZOB Sonnental. Ein kurzes Ding, auch mal nicht verkehrt. Wir beginnen wieder die Fahrt. Das deaktiviere ich wieder. Zack. Minimiere das. Und wir nehmen einfach mal wieder. Oh, was für nehmen wir denn? Ein Urban Way, würde ich sagen. Ne? Urban Way passt. Kurzes Ründchen, kurze Tour. Nehmen wir den. Und fahren das Ganze. Die Musik ist plötzlich ausgegangen. Ich weiß gar nicht warum. Ich hoffe, wir haben den Sound vom Bus. Wenn nicht, dann, I don't know. Wenn es mal wieder eine bescheidene Folge, dann wäre es halt nur der einzige Vorteil, dass es halt so eine kurze ist. Aber mal gucken. Hinten haben wir auch noch ein paar Türen. Dann öffnen wir die auch. Ja. Entsperren die, besser gesagt. So. Ich weiß nicht, wie es vor euch ist, aber ich höre keinen Sound. Es ist Sound. Ich will doch nur wieder rein, hallo. Dann Licht für uns aus, für die Fahrgäste an. Den Gang haben wir ja sogar schon drin. Parkbremse lösen, Tempomat an. Wir müssen eigentlich los können zum Zopp. Wie gesagt, ich habe immer noch ein bisschen Haltebruch 5 am Halten. Ich hab ihn meine Fahrkarte. Oh. Da. Hier. Oh, das. Ist ja echt nervig mit den Kopfhörern. Au. Dann wollen wir uns doch die Deutschstraße. Geburtstag gestern Abend. Ich hätte da nicht bleiben sollen. Ich habe das Gefühl, mein Rumgefummel an den Kopfhörern hat dafür gesorgt, dass ich hauptsächlich nur rechts höre. Und komplett dumpf. Nach dem alten Sägewerk. Artig gemacht. Du. Ich musste gestern arbeiten. Was super belastend ist, vor allem jetzt beim Bus-Simulator 18, weil ich halt dadurch noch viel weniger Sound habe und auch kaum auf die Fahrgäste eingehen kann. Weil ich es nicht höre, aber ihr hört es halt. Ihr hört es, das Gute ist, ihr hört es. Hoffen wir mal, dass wir gleich einen Ast dann bekommen. Ja, ich bin am Überlegen, wie, wenn das mit dem Kopfhörer so weitergeht, ob ich dann irgendwie vielleicht
Postsimulator 18 temporär ersetze erstmal. Nächster Halt, oh, ja. Dr. Doyle-Straße. Wo jetzt nicht so arg drauf achten muss. Boah. Wo die Fahrgäste jetzt nicht wirklich viel mit einem reden. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Einige Fahrkarten, natürlich. Da sind wir jetzt wieder einige eingestiegen. Hier, bitte. Wo hab ich denn? Also ich höre die Leute fast hier, bitte. Kein bisschen quatschen. Na klar. Aber der Sound, das ist halt das Merkwürdige auch. Ich höre halt komplett den Sound der Umgebung. Also ich höre die Vögel ultra laut. Danke. Ich höre den Verkehr ultra laut. Und ich kann mittlerweile den Wackelkontakt gar nicht mehr angenehmer machen. Das wird ein geiles Stream, ich merke das schon. Ich muss da vielleicht nochmal beigehen und dann das versuchen wieder zu fixen. Und weiter geht's. Zur Freefield-Siedlung. Nächster Halt, Freefield-Siedlung. Wo ist mein Hut hin? Bis zum Punkt, vielleicht kann ich es ein bisschen hin und her friemeln, dass ich es besser dann wieder höre. Au, oh Gott, die Fritze ist laut. Damit aber jetzt den Sound auch deutlich lauter gestellt, damit ich irgendwas noch mitbekomme. Aber ich finde, dass ich das etwas Feeling noch habe während der Fahrt, aber... Ja, wir schreien jetzt nicht die Fahrgäste ins Ohr, sondern eher die Pfützen und die KI. Nächster Halt, Freefield, Siedlung. Schon mal, weil es einsteigt. Aber wir steigen einfach mal aus. Dann sehen wir es ja direkt. Ich hätte gestern nicht so lange spielen sollen. Na klar. Hier, bitte. Woche, Senior, zwei Stück und drucken. Aua. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Einzel, Standard, zwei Stück und drucken. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Ich mache den Sound jetzt mal leiser, ich weiß auf Full. Einzel. Senior. Schön, und dann weiter im Text. Da war ja was. Ab nach Sonnental. Das kriegen wir wohl hin, ne? Endstation klingt gut. Boah, puh. Ich hoffe, wir bekommen hier danach auch ein Dings, einen Assfahrer. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Aber falls ich jetzt ab jetzt irgendwie über die Fahrgäste rüber brabbel, liegt das daran, weil ich sie halt nicht höre? Wie wir erstmal schön geforst haben zu fahren, weil da durch die KI geforst war. Ja, zu bremsen. Auch schön. Endstation. Bitte alle
Lass uns alle aussteigen und fahren dann wieder zurück zum Depot. Bis dann. Wiedersehen. Wiedersehen. Hoffen wir mal, dass wir jetzt einen Ass bekommen, ansonsten, I don't know. Dauert es halt wieder noch länger. Die Mission, die sowieso schon Ewigkeiten dauert. Weil man halt 10 Asse braucht. Ich habe keine Ahnung, wie es mit der Wahrscheinlichkeit ist und so. Ich werde einfach mal, selbst wenn wir jetzt gleich keinen Ass bekommen, werde ich es dabei belassen und werde den nicht abweisen. Wobei es ja prinzipiell komplett irrelevant ist, ne? Wobei die Frage ist halt, wenn man... ob man halt... mindestens immer 2 Asse bekommt, wenn man eine Liste lange liegen lässt. Oder ob es halt nicht der Fall ist. Klar können wir die Leute auch leveln und so weiter, das ist natürlich auch machbar, aber ist halt auch viel zeitintensiver, ne? Ist halt besser, also ist halt, ja, besser, wenn wir das quasi einfach so, ja, ne, wir haben Ass-Bub rein, und als wären wir jetzt irgendwie ein Profi oder ein Anfänger über Ziegfahrten leveln. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt brauchen für den, oder brauchen werden für den einen Profi, den wir jetzt gerade zum Ass machen, aber das wird schon so mit Sicherheit 10 Folgen dauern. Das ist halt schon eine ordentliche Zeit, ne, die man halt gut anders nutzen könnte. Aber es ist halt eine Mission, die wir wieder abfahren. Und dann sind wir auch schon gleich bei der Busgarage. Ich sag immer Depot, weil ich irgendwie das als Depot sehe, aber es sind halt so viele Depots, dass es eigentlich kein Depot ist. Weil es halt kein Firmensitz ist, da der wirtschaftliche Aspekt ja jetzt nicht so stark ist, dass man den jetzt irgendwie... Der wirtschaftliche Aspekt ist zwar da, aber man hat halt kein Firmengelände, es sind halt verschiedene Gelände, die man halt zur Verfügung gestellt bekommt von der Stadt. Jetzt sind es halt eher Busgaragen. So. Bremse lösen, Motor aus, aussteigen und raus. Aber das ist doch, wieso ist das hier so ein kackdumpfer Sound, also so ein richtig eklig dumpfer Sound? Oh, ich kann das jetzt fixen. Ich kann da... LOL. Aber was für eine allgemeine Lautstärke bin ich gerade? Ich mach mal auf 30. Ich habe bei meinem Mikro, bei meinem Headset, habe ich so eine Art Mittelkonsole, wo ich das Mikrofon... Also ich habe noch ein Mikrofon prinzipiell hier dran, was ich halt nicht nutze, also das ist halt ursprünglich für die PS4 quasi gewesen, in der PS4 Collectors Edition. Und ich kann jetzt mit dem Mikrofon an- und ausschalten, wenn ich das Mikrofon anmache, ist der Sound dumpf und leise. Wenn ich das Mikrofon ausschalte, ist der Sound klar und laut. Das ist ja geil. Ist aber nicht so geplant gewesen, eigentlich habe ich es nur fixen wollen, aber das ist ja auch geil. Das ist ja stark. Angestellte, ein Geselle, den weisen wir auch ab. Ach, wir weisen die einfach weiterhin ab. Darum irgendwas ändern.
An dem Seite bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, dich dann im nächsten Bus-Simulator 18 Video wieder.